Wir sind im Dorf der Murk angekommen und wir kommen hier offensichtlich nicht weiter. Ja, gut. Okay. Ja, denkt ihr etwa, ihr seid so lustig und so gut und so... Haha, kriegt auf den Sack, ihr Penner. Ja. Okay. Okay, wir werden eingesperrt in eine Zelle. Oh, hier Dings ist auch schon da. Der Suffkopf ist das, glaube ich, ne? Nee, Keysmith. Die Affen haben dich auch erwischt. Diese Typen haben mein Werkzeug geklaut und mich in dieses Loch geworfen. Ja. Kann ich mit dir reden? Hallo? Oh ja, okay. Ich kann leider nicht mit ihm reden. Ich wüsste nicht wie. Kann ich hier drauf? Das sieht aus, als wenn man es kaputt machen kann. Warte mal. Ich guck mal. Plopp. Ah. Nicht sehr gut abgesichert, dieser ganze Laden hier. Aber man hat es schon gesehen. Also ich habe es anhand dieser blauen... ihr habt es gesehen. Diese blauen Blitze da gesehen, dass man da durchkommt irgendwie. Oh, hier rechts ist eine Kiste. Ah. Hier ist wieder mal Perspektive. Hallo, ich kann hier nicht drüber gucken. Hallo, hallo. Gut. Oh, Herr Affe. Hab dich mal nicht so affig. Ja, die brauche ich eigentlich nicht mehr, ne? Was sind das hier eigentlich? Ach, das sind Fackeln. Warum sind das Fackeln mit Tüchern drumherum? Würden die Tücher nicht direkt abfackeln? Ach so, da bin ich. Wo bin ich denn? Ich sehe mich gar nicht. Ja, schön, danke auch. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Was sind das hier oben? Sind das Beine? Nee, Würmer? Nee, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall sehr absurd aus. Ah, das Spiel mit der Perspektive. Ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen. Ich könnte jetzt schon wieder dezent kübeln. Wo bin ich denn? Ach, da. Eigentlich brauche ich ja nur zu hüpfen, um zu sehen, wo ich bin. Hier bin ich. Guck mal, hier geht's auch weiter. Oh Gott, das ist ein Labyrinth. Hallo? Hier komme ich nicht weiter, ne? Nee. Hier auch nicht? Ah, hier geht's wieder raus. Ja, ne? Hör mal auf da. So, guck mal, hier kommen wir einmal nach da. Da ist ein Affe, das heißt, wir müssen da lang gehen. Okay, hier kommen wir nicht weiter, da rechts ist aber eine Treppe. Gucken, ob wir hier den Weg aus diesem Dungeon rausfinden. Hier geht's auf jeden Fall nochmal nach rechts. Hier ist eine Kiste. Oh. Eine Kiste, die mich gerne fressen würde. Ist nicht, mein Freund. Ist nicht. So, was haben wir hier Schönes drin? Ein Heilkraut. Nehme ich doch gerne mit. Kann man machen. So, hier ging's raus, ne? Denke ich mal. Oh je. Was für ein Dungeon, ey. Warte mal. Ah, hier bin ich. Okay. Hier geht's nicht weiter. Dann muss hier um die Ecke. So, ich hüpfe mal ein bisschen, damit ich sehe, wo ich bin. Ansonsten komme ich mir hier so verloren vor. Hi. Wiedersehen. Komischer Affe. Hier geht's nicht weiter. Da auch nur eine Fressikiste. So, weg mit dir. Und ein Äffchen. Komm her. Weg mit dir, du Affe. So, dann gehen wir mal hier runter. Wäre gemein, wenn jetzt hier irgendwo ein Affe spawnen würde. Ich würde den null sehen, ne? Das wäre richtig fies. So, jetzt renne ich hier einmal mit der ganzen Kirche ums Dorf, oder wie ist das? Uah. Ey, lass das. Du Affe. Komme ich hier um die Ecke? Oh ja. Aber hier ist... Ist hier irgendwas? Das sind doch bestimmt irgendwelche versteckten Items, oder? Hallo? Nein? Das hätte mich gewundert. Oder es wundert mich jetzt im Allgemeinen. Ihr müsst... Also... Wenn die Entwickler fies wären, hätten sie hier eine Kiste hingestellt. So in diese dunklen Ecken, die man nicht reingucken kann. Ja, guck mal, hier geht's weiter. Hier geht's... Geht's hier raus? Hallo? Ne. Hier geht's nicht raus. Okay, ja, das wäre wirklich gemein gewesen, wenn sie da irgendwie was reingestellt hätten. Aber es wäre auch cool gewesen auf der anderen Seite, weil dann hätte ich was gefunden. Okay, hier kommen wir zur Treppe. Das ist schon mal gut. Ausgang, ich sehe dich. Hier komme ich nicht weiter. Ich würde gerne mal wissen, wie ich jetzt zu dieser Kiste komme. Also da unten links war irgendwo eine Kiste. Hier irgendwie muss ich da hinkommen. Na gut, egal. Ich möchte hier raus. Aus diesem komischen Dungeon. Hier, komm doch her, du Affe. Ja. Ha, ha, ha. So, hier geht's nach oben.
und damit aus diesem Dungeon raus. Turm des großen Baumes. Ah, wir sind jetzt also in dem großen Baum. Das ist ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die Hauptbastion der Morg. Glaube ich, ne? Meine. Irgendwie so war da was. So, und hier sind wieder die nächsten Affenbrüder. Wie bist du entkommen? Greift ihn euch, ihr Nichtsnutzigen! Okay. Komm doch. Ja, du Affe. Ey, hüpfen verboten. Hüpfen verboten, sagte ich. Oh, Suppe. Möchte jemand Suppe? Hier gibt es Moog-Eintopf. Ich schätze mal, da sind auch Moogs drinne verarbeitet worden. Das ist ganz schön Moogs. Egal. So, hier unten ist die Tür aufgegangen. Ich hole mir aber gerade erstmal das Fass. Achso, das könnte ich eventuell noch für was anderes gebrauchen, weil ich kann es hier nicht so direkt kaputt machen. Wir gucken mal. Ich müsste es irgendwo draufwerfen. Bist du irre? Mann, ey. Wie diese Monsterkugeln. Gott. Wie fies, ey. Komm. Ja gut, okay. Dann halt so. Oh, ein Heilkraut. Kann man ja gebrauchen, ne? In Zeiten wie diesen kann man gerne ein Heilkraut gebrauchen. Kommst du doch gar nicht durch, ohne dass du eine geklatscht kriegst. Doch höchstens mit dem Fass, ne? Mit dem Fass könnte man sich dann irgendwo hochbauen und könnte dann, ja, versuchen, darüber rauszukommen. Naja, gut. So, da ist noch eins. Wunderbar. Ja, das kann man irgendwie benutzen, um irgendwo hochzuhüpfen. Ist die Frage, ob wir es müssen. Ich glaube mal nicht. So, das... Hier ist der Turm, den wir gesehen haben, ganz am Anfang, wo wir auch mal oben waren. Das ist der Turm. Okay. Ja. Ist die Frage, komme ich hier von der anderen Seite in diese Hütte rein? Nö. Okay. Das hätte ja sein können. Es hätte ja sein können, dass wir da reinkommen, aber nein. So, hier geht's auf jeden Fall runter. Hier war der... Ach ja, hier war der Eingang, wo wir vorhin gefangen wurden. Okidok. Gut, dann gehen wir entweder hier rein oder wir gehen erstmal in das Gebäude. Bin mal gespannt, was es hier gibt. Sind das Fenster? Ja, sind offensichtlich Fenster. Hier kommen wir nach oben. Aber das sieht aus wie Türen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwo was versteckt ist oder so. Gut. Offensichtlich nicht. Nur komische Texturen hier. Nee. Okay, ich hätte jetzt echt gedacht, dass hier noch was ist. Aber hier ist nichts. Das kann nicht sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier eine komplett leere Hütte gebaut haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das gibt's nicht. Sowas gibt's bei Alundra nicht. Die bauen nicht einfach nur eine leere Hütte, wo nichts drin ist, außer drei Fässer. Drei Fässer für Alundra. Das ist doch... Das kann doch nicht sein, oder? Oder sehe ich das falsch? Egal. Wie dem auch sei, ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen. Juckt die Nase, was ist denn hier los? So, gut, dann gehen wir mal hier in den Baumteil rein. Turm des großen Baumes. Sag mal, hier bin ich doch rausgekommen. Blödsinn. Ich muss hier drüben rein. Da muss ich rein. Okay, das sieht, glaube ich... Jo, das sieht besser aus. Turm des großen Baumes. Okay, hier rechts hat man eine Kiste. Die haben wir schon geöffnet, offenbar. Ich weiß gar nicht, welche das sein soll. Alter. Ey, stehen, du Affe. Da. Ihn vor den Arsch gepokt. Lass das. Was ist denn das eigentlich für eine komische Falle jetzt hier? Wo links und rechts Affen stehen. Ja. Ja. Tür auf. Was für eine stabile Tür. Sieht so aus, als könnte man sie nicht öffnen. Kann man öffnen. Die Frage ist nur, wie? Komm mir gerade wieder vor wie beim Pen and Paper. Stehe vor einer verschlossenen Tür und komme nie rein. So, mal gucken. Wir können auf jeden Fall hier links kommen wir auch noch irgendwo rein. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt entweder irgendeinen Schlüssel brauche, um da reinzukommen, oder aber einen Schalter. Die Frage ist, wo ist dieser Schalter? Oben rechts ist auch noch irgendwas. Hier rechts war ich aber doch wirklich noch nicht, oder?
kann mich nicht erinnern. Weil hier ist ja eine offene Kiste. Komm ich doch gar nicht. Ja, egal. Okay, ich geh nochmal raus. Ach, guck mal, hier geht's doch auch noch durch. Ah, das habe ich vorhin nicht gesehen. Hier ist noch was. Guck mal her. Jo, Geld. Geld ist immer gut. Hier kommen wir noch eine Treppe hoch. Halt, das nehme ich noch mit. So, hier kommen wir jetzt in dieses Gebäude rein. Das ist ein etwas größeres Haus, wie es aussieht. Mit einem schönen Bärenfell. Ja, man lässt sich ja gut gehen, ne? Hier ist wieder diese komische Textur. Diese Räume ergeben für mich keinen Sinn. So gar nicht. Die sind leer. Bis auf zwei Fässer sind die leer. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Da keine Person drin und gar nichts. Also entweder kommen da später noch Personen rein oder aber... Die sind wirklich leer. Ich kann mir das aber nicht vorstellen. Ups. Oh ja. Na gut. Ich meine, in den Fässern findet man immerhin Leben, ne? Diese Lebensdiamanten. Aber so recht will mir das keinen Sinn ergeben. Das ist auch wieder leer, oder? Ah, guck mal. Wir können uns auf jeden Fall erstmal heilen. Das machen wir auch glatt. Maximale Lebenskraft und einmal die Zauberkraft wieder auffüllen. Und dann speichern wir hier mal an der Stelle. Weil wir hier lange nicht gespeichert haben, theoretisch. Ja, so, Memory Card wird überprüft. Ich wähle natürlich diesen Speicherstand aus. Wir sind bei wahrscheinlich 27 Stunden noch was. Aber eigentlich haben wir ein bisschen mehr auf der Uhr, ne? Eigentlich haben wir ein kleines bisschen mehr auf der Uhr. Oh, jetzt habe ich gespuckt. Entschuldigung. So, feuchte Aussprache heute wieder am Start. Was, wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Jo, mache ich. Wenn ich Hilfe brauche, sage ich Bescheid. Noch weiß ich, wo ich lang muss. Glaube ich. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Weil hier oben waren ja noch... Huch. War gerade komisch. Wieso? Ja, egal. Okay, das hat mich gerade gewundert. Aber ich gehe jetzt erstmal hier rein in das Haus. Hier kommen wir nicht weiter, weil hier ist eine Gittertür. Da kommen wir nicht weiter. Gitter. Eine Gittertür. Dann gehe ich mal hier rein. Das ist jetzt quasi auf der linken Seite von dieser Wurzel. Genau. Und dann kommen wir nämlich theoretisch hier irgendwie an diese Kiste ran. Ich schaue mich mal gerade hier ein bisschen um. Da wäre diese große Stahlkugel. So, und ich muss jetzt quasi mit der Stahlkugel laufen, um an die Kiste zu kommen, wo wahrscheinlich unter Umständen ein Schlüssel ist. Nein, ein Heilkraut. Heilkraut nehme ich aber auch, das ist auch okay. So, hier muss ich aufpassen. Nee, ich dachte jetzt schon, die Kugel kommt mir entgegen. Die kommt mir aber entgegen. Wow. Hast du dir gedacht, ja? Komische Falle. So, hier kommt bestimmt auch so eine Kugel. Oder? So, Savan sagt sich sowas trinken. Heute ist er ganz in lila gekleidet, der gute Savan. Schaut ihn euch an, ich find's gut. Mir fällt gerade ein, Cola zum Scream zu trinken, ist keine gute Idee. Da muss man nämlich immer so viel rülpsen. Also ich zumindest. Bei dir ist er grün, bei mir ist er heute ganz in orange gekleidet. So, und dies hier wird eine Falle sein, gehe ich von aus, oder? Ah, was ist das? Einen Gulden erhalten. So, wusste ich's doch. Komm her, du Affe. Oh. Hey. So. Oh, es werden noch mehr Affen. Wow. Noch mehr? Okay. Schön. Endlich mal Gegner. Beziehungsweise Opfer. Dank dem großen Currypiekser, den wir hier haben, kriegen wir die Affen relativ schnell platt. Das finde ich sehr gut. Ja, komm her. Okidok, die Türen sind auf. Man hat es gehört, Bruch hat es gemacht und jetzt ist hier diese Treppe aufgegangen, beziehungsweise der Durchgang nach der Treppe ist auf. So, hier ist auch wieder irgendwas. Da unten flackert euch noch was. Das könnte aber einfach nur eine Fackel sein. Und hier kommen bestimmt jetzt auch gleich wieder Äffchen. Oh, den habe ich ja gar nicht gesehen. Komm her, du. Fieser Affe. Der sich einfach da unten an der Wand versteckt.
Das übliche Problem. Perspektive. Ich meine, hier hat man wenigstens eine Perspektive. Manchmal hat man keine. So, hier? Was ist hier? Was ist das denn? Wir kommen hier nicht durch. Oha. Da. Jetzt lassen sie aber echt die Affen nicht mehr... Die geizen nicht mehr mit Affen, das wollte ich sagen. Geizen nicht mehr mit Gegnern. Ja, woran liegt das wohl? Wie gesagt, wir sind hier, gehe ich von aus, in den letzten Zügen des Spiels. Hoppala. Okay, ich habe die Tür wieder aufgemacht. Das war jetzt eigentlich noch nicht mein Ansinnen gewesen, aber ist okay. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir so langsam, aber sicher in Richtung Endboss kommen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er nochmal, der Dicke? Der Zauberer, wie hieß denn der nochmal? Günther? Nein. Guck mal, da ist eine Säule. Kann ich nicht... Komme ich nicht hoch, okay. Melzers, danke. Ja genau, Melzers hieß der. Zu dem müssen wir ja jetzt als nächstes. Also beziehungsweise das ist ja jetzt gerade unser nächstes Ziel. Melzers, der Schreckliche. Und wie hieß der andere? Da gab es doch noch einen zweiten Zauberer. Wie hieß denn der andere? John? Nein. Wie hieß der? Jürgen? Ich weiß es nicht mehr. Wie hieß denn der? Ich habe keine Ahnung mehr, wie der zweite hieß. Der zweite hat auch so einen ganz komischen Namen gehabt. So, wie komme ich denn jetzt hier auf diese Plattform? Was ist denn der? Ist der Simon? Nein. Weiß es nicht mehr. Ich gab noch diesen Lars. Genau, Lars. Wie komme ich hier nicht auf Lars? Alle anderen Namen fällen mir ein, aber nicht Lars. Oh nein, ich bin runtergefallen. Beziehungsweise runtergesprungen. Zu früh. Ist auch eine Form von runterfallen, wenn man springt. Also hat das quasi ja bestimmt, was ich gesagt habe. So mehr oder weniger. So, komm. Komm her, du. Plattform des Todes. Huch. Ups. Okay, jetzt verharre ich hier mal kurz. Und warte auf die Plattform von hier unten. Komm. Oh, was ist denn das schon? Die schwebt jetzt wieder so weit oben und ich konnte nicht drauf treten. Ah, Mann. Perspektivenrotz. So, jetzt warten wir wieder. Wir warten. Da kommt er. So, theoretisch kann ich ja gleich hier unten drauf hüpfen. Ja, der ist ein bisschen höher, der Aufzug. Beziehungsweise diese Plattform. Ernsthaft? Ist die jetzt weiter oben geblieben? Nee, die ist wieder runter, ne? Ah. Mann! Geh weg. Ach, ich kann sie wegschieben. Ha, wie gut. Ich hab sie jetzt einfach weggeschoben. So, warten wir da kurz. Na. Toll. Wenn ich jetzt Pech habe, kriege ich die zweite nicht mehr so. Nee, da muss ich jetzt hier runter und muss jetzt warten, bis sie wieder da ist. Komm schon. Da ist sie. Ups. Okay. So, und von hier aus jetzt auf dieses Ding drauf. Okay, ich muss währenddessen direkt drauf hüpfen. Das ist das Ding. Also quasi drauf hüpfen und direkt weiter hüpfen. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Jo. Komm schon, Plattform. Da ist sie. Wunderbar. Huah, geschafft. Das war knapp. Ich kann doch rein, theoretisch hier. Ich weiß jetzt nicht, ist hier unten noch... Oh, knapp. So, direkt hinterher. Jo, hier geht wieder die Tür zu. Hä? Wie soll ich euch an euch denn rankommen jetzt? Ach, warte mal. Okay, jetzt natürlich auch. Einfach mal so ein bisschen weggecasht. Braucht nicht immer die besten Waffen dafür, um die Gegner wegzukriegen. Oh, warte mal, den brauche ich. Ne, den brauche ich nicht. Ich habe ihn gar nicht gebraucht. Ist egal. So, geht das kaputt? Natürlich nicht. Oh, eine böse Kiste. Und eine Kiste, die mir ein Heilkraut gibt. Du trägst zu viele Heilkräuter. Aber dafür ist noch eine zweite Kiste hier gespawnt. Mit einem großen Trank.
Krafttrank. Wunderbar. Das Geld nehme ich natürlich auch mit, denn es wächst ja nicht auf der Straße.